Und weil ich bei interessanten Feststellungen bin, zeige ich Ihnen jetzt mal den S&P 500, der jetzt unlängst der erste ein All-Time-High gemacht hat, knapp unter 2200 Punkten. Und hier haben wir jetzt mal einen Chart, der ist ein bisschen klein, aber ich sage es Ihnen, der fängt links unten an, Bretton Woods, Anfang der 70er Jahre, und geht praktisch, wie vorhin auch schon gesagt, im Sinne der dynamischen Zahlen von links unten nach rechts oben. Das ist kapitalistisch bedingt auch genauso gewollt. Allerdings haben wir immer wieder Perioden einer Korrektur bzw. einer Preiskursschwäche. Und Sie sehen jetzt mal hier, ich hoffe, Sie können es einigermaßen gut erkennen, grün den 7-Jahres-Abstand vom S&P 500, alle 7 Jahre, okay, und rot das Linchen nach unten, ist dann praktisch das markante Hoch, vor oder danach. Und Sie sehen, dass wir hier gewisse parallele Muster haben, die sich um wenige Monate verschoben, eigentlich immer wiederholen und sozusagen nach 7 Jahren etwa den S&P 500 zu einer Korrektur veranlassen. Und Sie sehen, wir haben letztes Jahr im Oktober das 7-Jahres-Hoch rückblickend gehabt, also nicht das 7-Jahres-Hoch, sondern den 7-Jahres-Abstand, und haben jetzt unlängst erst das Allzeithoch gemacht. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr große Diskrepanz schon, was auch durchaus nicht untypisch ist, aber jetzt eben schon mal der Hinweis, der S&P 500, der steht ein Stück weit auf Glatteis, sage ich mal. Also Sie sehen ja auch, der ist ja seit 2009 zur Finanzmarktkrise 2008 enorm gut gelaufen. The sky is the limit sozusagen. Lass uns gleich weiter nach oben gehen in Richtung 2500. Das ist die große Preisfrage. Rein statistisch und saisonal ist es aber so, dass wir uns jetzt zurzeit in einem Punkt befinden, wo man sagen muss, der Index ist etwas überhitzt und wir haben sozusagen keinen positiven Rückenwind statistisch saisonal, sondern wir haben eher einen negativen, und deswegen wird es spannend sein, was passiert, wenn zum Beispiel die US-Wahlen entschieden sind, wenn die Notenbank dann entsprechende Maßnahmen ergreift und was eben passieren wird. Letztlich, der Chart warnt zumindest davor, dass man hier, ähnlich wie bei Immobilien, ob man jetzt reingehen muss, wo die Preise so hoch sind, ist die große Frage. Vielleicht sollte man lieber mal warten, keine Anlageempfehlung, aber rein technisch gesehen gleich nochmal eins obendrauf. Sie sehen hier einen Chart, der ist von der UBS, vom UBS Research, auch zum S&P 500, und die haben auch den 7-Jahres-Zyklus erfasst, und zwar zurück bis in die 30er Jahre. Und da sehen Sie auch eine sehr interessante Konstellation. Hier gehen Sie praktisch von einem zyklischen Top aus, was im Jahr 2014 bis 16, ja. Das heißt, auch mit den markanten 7-Jahres-Abständen, das kann man nicht auf einen Monat münzen oder auch aufs Quartal. Das ist Irrsinn, das zu versuchen. Aber Tatsache, wir haben ein Zeitfenster, eine Zone, in der der Index theoretisch toppt, also einen Top ausbildet und dann eine Korrektur einfährt. Und Sie sehen ja hier sehr interessant, dass sich das im 7-Jahres-Zyklus enorm gut darstellt und hier eben auch Rückschläge teilweise erfolgten, die bis in die 50% gingen. Und ja, das finde ich ein sehr, sehr interessanter Chart neben dem, den ich Ihnen gerade eben gezeigt habe. Und warnt im Prinzip oder gibt die Obacht nach dem Motto, man muss jetzt mal schauen, was die Märkte machen aus dem Gegebenen, ob sich so weiter fortsetzt. Ich fände es ganz spannend, wenn ich den Chart in 10 Jahren noch zeigen kann und dann praktisch auch feststelle, dass der Markt oder die Märkte an sich tatsächlich so einen Wiederholungseffekt aufweisen. Und dann wissen wir im Prinzip, dass wir nach 7, 8 Jahren dann vielleicht mal wieder auf Aktienbeschau gehen sollten. Warten wir es mal ab. Aber hier auf jeden Fall eine unbestreitbare Tatsache, dass der S&P 500 ein Zyklus hat, der sich wiederholt und der sich in gewissen Fortsetzungsperioden eben abhandelt. Und wir sind gerade an dem Punkt, wo es eigentlich so sein dürfte, dass der Index eher in die Knie geht.